Wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal führen uns unsere Räder durch Tirol, Vorarlberg und das Allgäu. Dabei tauchen wir ein in eine Welt beeindruckender Berglandschaften. Wir legen in 6 Tagen 580 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurück. Unwetter und Murenabgänge zwingen uns, unsere Pläne spontan anzupassen. Und wir werden von der Natur daran erinnert, wie klein wir manchmal sind. Viel Spaß bei Teil 3 unserer Reise. So, guten Morgen. Unsere Räder sind schon wieder gepackt. Wir haben heute geschlafen in Josefsheim, sieht man da hinter mir. Jetzt fahren wir zur Bäckerei, dann mal was frühstücken, einen Kaffee, dann noch die Räder putzen, weil die haben es gestern echt abgeregt. Und dann geht's los. Hier seht ihr einen Überblick über die gesamte Tour. Und heute geht's los in Schruns. Wir kommen vorbei an Bludenz, fahren über extreme Steigungen bis in das große Walsertal, überqueren das Faschinerjoch und kommen am Ende hungrig und glücklich in Schopanau an. Wir wünschen euch wieder viel Spaß. Tschüss. So, jetzt haben wir die Räder wieder putzt. Sie schauen halbwegs sauber aus. Ja. Geht denen auch wieder besser, gell? Ja. Wunderbar. Auf geht's. Ja, auf geht's, auf geht's. Um zukünftige Videos nicht zu verpassen, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ju, jetzt geht's Richtung Bludenz. Und dann? Ins große Walsertal. Ins große Walsertal. Auf für euch. Auf für euch. Ja. Also, heute wird's steil. Wir freuen uns schon. Start it up. So, Karren geht shoppen. Die Steigung haben wir jetzt die nächsten 20 Kilometer vor uns. 1226 Höhenmeter mit 2 ordentlichen Rampen. Da geht's jetzt schon mal rein in das große Walsertal. Der Name des Tales kommt übrigens von den Walsern, die im 13. Jahrhundert aus dem Wallis hierher zogen. So, los geht's. Ah. Kurzes Päuschen. Jetzt gibt's mal eine Nektarinenjause. Sagst du mal was? Mhm. Ah ja, schaut gut aus. Sie tropfen gut. Schön. Das da ist der Zitterklapfen. Wunderschön, daneben ist ein Horn und da fahren wir rein. Karin durch Hände kneifen. Sehr gut gemacht. So, wir haben fast die Hälfte schon. 370 sind es noch. Da unten sind wir gestartet. Da, wo man den Kirchturm sieht. Die Karren wird gerade gejagt von Bremsen und zerstochen. Wir lassen es in Ruhe. Ich beschwere mich nicht. Man wird schon auch belohnt für seine Mühen. Dafür, wie die Steigung da ist, kriegt man auch was zurück. Das ist geil. Thank you.
So, nur noch 100. Jetzt reicht es einmal kurz. Echt sacht darauf. Aber oh, wahnsinnig schön. Also lohnt sich. Schaut euch die ganzen Aussichten an. Wahnsinn. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf 1554 Höhenmeter oben. Jetzt kommt mal eine knackige Abfahrt. Und dann kommt die nächste Auffahrt mit, glaube ich, 1000 Höhenmeter. Jetzt geht es gleich wieder runter. Und dann sind wir in Schopenau. Aber ich glaube, das dauert noch ziemlich lang. Na schön, aber es ist echt Traum, oder? Ja, also mega. Also ich bin so happy, dass das Wetter heute passt. Es ist echt, man hat so eine geile Aussicht. Jeder Pedalstroke war es wert darauf. Absolut. Ja, das stimmt. Also das Leiden lohnt sich. Almdorf. So, wir fahren wieder zurück zu Alm und geben uns Kaffee und Kuchen, glaube ich. Ja. Oder vielleicht auf Wettlehausen. Kasknädelsuppe, wäre geil. Ja, ich schau mal. Mein Hunger hätte ich schon. So, jetzt hat es ein gutes Speckbrot gegeben und einen Bienenstich. Ah, das hat sich jetzt gelohnt, da einkehren. Richtig, richtig gut. Geht's weiter? Ja. Ja. Ah ja, das ist kalt. Oh ja. Wir sind auf 1300 Höhenmeter oben und die Temperatur 29 Grad. Es brennt aber. Faschinerjoch, 1486. Die Kahn ist am Faschinerjoch. Mit mir. Jetzt holen wir uns eine Cola. Ja. Und ein Eis, oder was? Ja. So, letzte Steigung. Mal steil, 115 Meter rauf und dann sind wir gleich mal in Schopenau. Endlich geschafft. Die Abfahrt war jetzt hart. Genau, jetzt haben wir noch 5,8 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Da checken wir dann mal ein, gehen duschen und dann wird richtig gut gegessen, hoffe ich. Wir haben schon wieder so einen Hunger. So, ich war schon mal schnell einkaufen. Mineralwasser, wie immer Snickers. Und Hanuta dazu und Nektarinen. Wir haben es gefunden. Zwei, drei kleine Umwege hat es noch gegeben, aber wir sind da. Checken wir mal ein. Das Abendessen war dann leider nicht wie erhofft. Dafür haben wir wunderbar geschlafen. So, ja. Karin dort schon mal ganz entspannt die Tasche montieren. Genau, wir sind jetzt noch in Schopenau. Haben extrem gut gefrühstückt, also wirklich Hammer. Jo, jetzt geht's irgendwie da hinten rein, im Hügel drüber. Oh,
Heute starten wir in Schopanau und fahren wieder mal über extreme Steigungen bis zum Naturschutzgebiet Hoher Ifen. Danach geht's auf Kaffee und Kuchen nach Oberstdorf. Wir fahren vorbei an Sonthofen, genießen noch ein Cola am Rottachsee und landen am Ende im wunderschönen Nesselwang. Jo, wünschen euch wieder viel Spaß. Heute haben wir ein bisschen eine kürzere Tour. Nein, eigentlich nicht. Heute haben wir ein bisschen eine längere Tour. 105 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Elf, 12% haben wir das die ganze Zeit. Ja, die wird harte Steigung. Aber schöne Ausblicke wieder. Die lenken wie immer von der Anstrengung ein bisschen ab. So, bei uns geht es jetzt darauf. Und dann hinten in das Tal da rein. 260 Höhenmeter haben wir noch. Es ist echt steil. Also ich glaube, jetzt haben wir noch 12% im Schnitt. 13, irgend sowas. Wir werden gerade ziemlich zerstochen. Also wir sind die ersten Opfer, die unterwegs sind. Und die Bremsen, die saugen uns gerade aus. Aber ja, so fährt man schneller. Man erkennt es auf der Kamera. Jetzt kommt's steile. Was Gute ist, es sind nur noch 180 Höhenmeter. Huh. 22,5%. Wie geht's? Das ist zum Schirm mal steil. Ja. Hey. Nicht nur so fahren halt. Man sieht es nicht so recht. Vielleicht so. Es ist wirklich steil. Also da war jetzt Fahren echt nicht mehr möglich. Rauf geht's zur Alpe Stocken. Schaut mal, wir sind jetzt unterwegs, 1 Stunde und 3 Minuten und wir haben geschafft 7,3 Kilometer. Und 600 Höhenmeter. Ah ja, und 600 Höhenmeter. Ja, das war jetzt ein bisschen anstrengend. Durchschnittsgeschwindigkeit 7 km/h. Nicht schlecht. Ich glaube, das war bisher, glaube ich, das Längsamste, was wir gehabt haben. Okay, wir sind offiziell im Paradies angekommen. Es ist schon toll, wenn sich die ganze Mühe lohnt. Morgen, die Damen. Morgen. Da sind wir jetzt im Europaschutzgebiet Ifen. Genau, und zwar, weil da irgendwo der hohe Ifen ist. Ich glaube, den sehen wir dann noch. Wir haben jetzt mal zur Orientierung geschaut, wo wir sind. Wir befinden uns immer noch in Vorarlberg. Allerdings ist da rechts über den Hügel drüber dann schon Deutschland. Da fahren wir jetzt eben auch rüber. Da geht es, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen in die Wildnis rein. Und dann sind wir so in 10 Kilometern im Allgäu. Und in Oberstdorf gibt es dann einen Kaffee. Ich
gefallen ist. Wir haben gerade festgestellt, wir befinden uns bereits wieder in Deutschland. Ah, schau, schöne Alpen da oben. Kuchen war jetzt hervorragend. Also beide Kuchen waren ein Traum. Im Café Oberstdorf nur zu empfehlen. Sehr guter Kaffee. Jetzt haben wir noch so um die 50 Kilometer bis Nesselwang. Und wie gefällt das Allgäu? Überhaupt der Kuchen war lecker. Ja. Ja, aber jetzt wird es ein bisschen, vielleicht hoffentlich weniger steil. Wasserreserven auffüllen. Hoffentlich ist er Trinkwasser. Wir sind auf einem Radweg und wir glauben, es ist der Ill-Radweg, weil da links von uns fließt die Ill. Ja, recht schön. Da können wir jetzt echt die Kilometer runterkurbeln. Kurze Korrektur, das ist die Iller, also sind wir am Iller-Radweg. Jetzt haben wir mal ein paar Steigungen wieder hinter uns. Ich hoffe, es kommen nicht mehr zu viele, es haut schon rein heute. Da riecht nach Ziege, aber es ist wunderschön zu fahren. Und das ist doch das Wichtigste. Und die hat ja dann Hunger. So, die Zuckerreserven sind wieder aufgefüllt. Jetzt geht's weiter, erst einmal am Rottachsee entlang. Genau, den fahren wir jetzt bis zum Nordende. Und dann geht's Richtung Osten nach Nesselwang. Da geht's raus ins absolut Flache und da sieht man schon wieder die Alpen. Da geht's dann morgen hin, Richtung Zugspitze. Wir sind in Oi. 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 Oi ist schön. Oi ist wirklich schön. Aber jetzt geht's weiter. So, wir sind schon in Nesselwang. Da geht's auf. Da ist echt was los. Bekan holt mal Bier und Snickers. Wir sind K.O. Also wir freuen uns jetzt mal aufs Einchecken und ein bisschen ausrasten. Und dann gehen wir Pizza essen. Ich habe schon eine gefunden. Ich glaube, die ist richtig, richtig gut. Genau. Die Tour war halt Wahnsinn. Also das war so was Schönes. Und morgen geht's dann wieder in die Alpen. Aha, inzwischen sind wir am Skilift. Nesselwang. Und da links ist unser Explorer-Hotel. Geschafft.